herzlich willkommen bei unserem neuen Let's Play Together, nämlich Digimon Masters. Und bei mir ist die Faust EP mit seinem Black Rain, ein Garumon. Ja. Richtig, und richtig, richtig. Und ich bin wieder euer HGAP mit meinem Agumon oder alias Shinichi AP. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal wieder was so zurück in die Kindheit wirft, denn wir waren damals richtige Fans von Digimon. Das auf jeden Fall. Von der ersten Staffel an. Absolut, und wir haben uns halt gehofft, dass wir irgendwann hier mal ein cooles Spiel finden, wo wir jetzt auch mal zocken können. Und ich sehe da gerade eine Mini, wie cool ist das denn? Lord. Aus der ersten Staffel, Mini. Oh, wie süß. Sehr niedlich, auf jeden Fall. Ja, und wir haben auch noch ganz frisch angefangen. Wir haben noch nicht wirklich gemacht. Wir haben uns zwar ein bisschen was angeguckt hier und so Sachen, aber das war's auch schon. Wir haben uns auch schon gegenseitig als Freunde geerdet, denke ich mal. Was? Ja. Auf jeden Fall haben wir, wie gesagt, wir sind noch komplett auf Level 1 und ein Garumon ist gerade aufgetaucht, der in mir mit. Einfach mal so. Wie knuddelig ein TK ist hier. Lol. Der kleine Mann, ach, ist das niedlich. So, aber wie gesagt, wir wollten jetzt doch gerade loslegen und darum machen wir gleich unsere erste Quest und quatschen mal unsere Yoshino an. Wookie. Ja, ich bin auch Wookie. Ah. Okay, was habe ich denn da bekommen? Einfach mal auf Play. Oh, Wookie. Okay. Hi. Ich würde die nette Frau mal ein bisschen öfter anquatschen, weil sie hat ja wirklich mehrere Quests. Wookie, ja. Komplett. Hey, erste Aufgabe erledigt. Wookie 1. Wookie 1, Agumon Raptor minus 1, 0 von 1. Ich denke mal, wir sollen jetzt ein Agumon killen, also besiegen. Ja, denke ich mir auch so. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eins finden. Ja. Genau, so simple instructions. Ich lese mal ganz kurz. Okay, dann lese mal, weil, naja, Englisch nicht so gerade meine Stärke. Ich könnte, wenn ich wollte, aber. Nö. Ich habe mitgekriegt, also ein Agumon ist aus dem Labor weggelaufen. Und wenn wir jetzt die Treppen hinter ihr nach unten in den Park laufen, sollten wir das Monster finden. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Laufen wir einfach mal die Treppen runter. Ja, hier sind mehrere Agumons. Ach, tatsächlich. Oh, und schon lassen wir sie kämpfen. Oh ja, etwas fallen lassen, das sehen wir auch gleich mal auf. Oh, ein Digi-Ei. Glaube ich. Ja, aber nicht jedes Digi-Ei ist gleich ein Digi-Ei. Manche Digi-Eier können nämlich gehatcht werden, also man kann sie groß ziehen und daraus ein neues Digimon erschaffen. Manche sind aber auch einfach nur zur Datensammlung da. So, jetzt gehen wir mal wieder zu der Yoshino zurück und geben ihr die Quest ab. Ich muss ja mal hier an die Störung gewöhnen. Zack, die erste Quest beendet. Cookie, complete. Naja, die zweite, ne, was das betrifft, müssen sie zweimal anquatschen. Bäh. So, als nächstes müssen wir jetzt zu Richard Sampson. Das ist der Leiter der DATS und da gehen wir jetzt auch gleich direkt hin. Das auf jeden Fall. Wow, geht denn jetzt hier ab? Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir da hin? Ich gehe mal hier lang. Nehmen uns wieder erstmal eiskalt hier gefightet. Ja genau, hier seht ihr halt schon, wenn solche Bosskarten geöffnet werden, tauchen dabei gefährliche Monster auf, mehrere. Und die kann man dann bekämpfen und besondere Items gewinnen. Ja, okay, aber was. Und hier geht's aber gar nicht lang. Diese Karten sind ganz normale Items, die du findest, in denen du andere Monster killst, also besiegst. Wow, jetzt hätte ich beinahe S4 angegriffen. Ich glaube, das wäre ein schlechtes Omen für mich gewesen. Ach, hier geht's auch runter, okay. Secret Cat.
Ich muss ehrlich sagen, das hat sich ganz schön verändert im Gegensatz zu damals, wie es bei mir aussah. Ich bin etwas verwirrt. Auf jeden Fall. Schade, dass man nicht, sagen mal, einfach sagen kann, hier, renn zu dem. Aber da zum Beispiel ist eine Frau mit einer Sprechblase, die können wir doch mal anquatschen, vielleicht hat sie ja was Besonderes. Hoffentlich kein Tripper. Was? Ja, soweit wohl. Ah, wir haben es richtig gemacht. Das war sogar die Quest. Das habe ich natürlich gewusst, ne? Ja, selbstverständlich. Also, das wissen wir ja natürlich. Wir wollten euch nur mal kurz zur Irre führen. Ungefähr, Leute, da ist er doch, da ist er doch. Wir wussten es natürlich. Homer! So, jetzt spickt mit Homer. Homer, aus dem Simpson ist also auch hier. Also Homer. Jo. Dr. Homer. Der wann ist ein Homer aufgestiegen zum Doktor? Gute Frage. Und Homer als Doktor, keine gute Kombi. Na gut. Ich glaube, da bleibe ich krank. Ja. Ah. So, und jetzt? Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt öffne ich mal eben mein Inventar und Zack, habe ich mein Digi-Weiß angelegt. Warte mal, guck. Ach ja. Rechtsklick, ne? Ja, genau. Ja, habe ich gemacht. Dr. Akihito. Research Starter Dragon. Also jetzt sollen wir drei Drachendaten für ihn besorgen. Das heißt, wir müssen Drachen-Digimon fertig machen. Also zum Beispiel Koromons. Und ich denke, dass er auch genau die von uns möchte. Genau, Koromon. Jo, steht er da. Und der ist in Yokohama Village. Ja, also wie gesagt, Leute, nicht wundern, hier sind viele, sag mal, schon viel, viel weiter. Das Spiel existiert ja schon eine ganze Weile. Aber wir wollten einfach nochmal auf Kindheitstagen. Und dann könnt ihr auch mal sehen, wie weit man hier in dieses Spiel kommen kann. Genau, das auf jeden Fall. So, jetzt habe ich ja auf Feind gedrückt. Jetzt habe ich einen Pfeil, das heißt, ich kann uns sogar den Weg zeigen. Dann folge mir doch mal. Hier ist so. Ein Teil! Hier ist ein Teil! Entschuldigung, ich kann so ausrasten, aber ich bin ein Teil-Fan. Hi! Wo bist du? Ich bin dafür zurückgelaufen. Hier geht's nicht lang. Ah, er folgt mir gut. Ja. Irgendwie muss ich ja dir folgen, weil ich, wie gesagt, ich spiele es heute zum allerersten Mal. Von denen sollten wir uns vielleicht nicht unbedingt hauen lassen, weil er ist doch etwas stärker als wir. Bisschen dezent. Oh, seht mal, was wir da haben. Meine Güte, hier ist echt gut Action dabei, das muss ich ja sagen. Auf jeden Fall, also. Ui. Hi Andremon, Metallgarurumon. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann viel Spaß, Leute. Da kriegt man ja Todesangst. Wir könnten ja einen Angriff übergeben, die alle töten, aber ich weiß nicht, ob wir das überleben würden. Ey, der hat eine Blase auf dem Kopf. Ey, bleib mal stehen. So, jetzt haben wir von der auch schon mal die Quest angenommen. Und können auch direkt weiter. Ja. Ich schnack sie. Was? Irgendein Digi-Ei oder so? Hier, da hast du's. Okay. So. Hat die noch irgendwas zu sagen mir irgendwie so? Wo ist sie denn jetzt? Da. Hey! Return Digi-Ei? Nö, habe ich nix. Was hab ich denn hier? Ein Biest irgendwas. Huch, wo bist du? Ich bin hier. Links von dir. Hier am blauen Haus. Hey du! Da, ich hab dich gefunden. Das ist aber rechts gewesen bei mir. Von mir aus links. Da muss ich auch sagen. Hey, da waren Zunomons. Ja. Normal sollen wir ja immer noch Koromons finden.
Und nicht vergessen, wir haben ja noch die zweite Aufgabe da. Rookie Recordements. Richtig, richtig, richtig. Ich habe das Gefühl, wir laufen gerade völlig falsch. Ja. Wir laufen auch völlig falsch. Da ist sogar eine Meteranzeige. Schön. Also die Kurve muss sich genau 64 Meter von uns entfernen. 65, 80, 90, 70. Schön. Nee, vorhin hier noch ist Click to Play, also ein Klick, eine Bewegung und so weiter. Ja genau, das auf jeden Fall. Deswegen nicht wundern, dann muss ich erst noch klarkommen, weil ich bin's gewillt mit WASD und so. Okay, da geht's immer nicht lang. Oh Leute, tut mir echt leid für meine Legasthenie, was das Laufen gerade angeht, aber alter Schwede. Wie gesagt, das ist nicht mehr so wie es früher war. Da war es ganz easy, da gab es sogar Autoroute. Hä, hey, wo ist mein Digimon? Ach, da kommt's ja. So, wir kommen aber langsam näher. Oh, die Anzeige müssen wir hier durch. Ach, da ist ein Koro. Na toll, der Typ ratzt ja alle weg, darum. Darum haben wir die Koro mal nicht gefunden. Was soll das denn? Hat er irgendwie Langeweile, um die Koro uns wegzukloppen? Ja, leider hast du halt auch wirklich in jedem Spiel irgendeinen Arsch dabei, der einfach nur Stress machen will. Das auf jeden Fall. Aber weißt du was, da kenne ich nichts. Lass uns doch mal bitte den Channel wechseln auf Channel 3. Okidoki, kein Problem. Ihr seht, wir wechseln einfach mal den Channel. Zwar ein paar Sekunden Ladebildschirm, ja. Ihr seht's richtig, der Ladebildschirm. So sieht er aus, so ist er, ja. Apropos, hast du die Zeit gestoppt? Nein, habe ich nicht, aber das ist mir auch gerade irgendwie egal. Ja. Mir gerade so eingefallen, denke so, noch so ein. So. Doch. Jetzt machen wir keine Witze. Alter, die haben doch Langeweile. Jetzt. Inventory. Hab eine Banane. Mal schauen, was ich hier. Experience Boost. Booster. Experience Booster. Beast. Low Class. Digi Egg for Return. Alter, ist das nervig, echt ohne Mist. Auf jeden Fall. Aber ich habe meinen ersten. Du musst nur schnell genug sein, dir einen zu hauen, dann hilft er dir ja nämlich höchstens damit. So, ich habe jetzt meine 3, das heißt, brauchst nur du deine 3. Jo, ich weiß ja nicht, wo ich das sehen kann, aber okay. Mann! An der Seite hast du diese Main Quest und da steht dann halt, wie viele von denen insgesamt hast. Nur und so viel von 3 halt. 0 von 3. Du musst immer diese Geschenke dann einsammeln von denen. Ich würde ja hier bleiben, weil hier tauchen auch mal so welche auf, die du dir nutzen könntest. Ja. Einfach stellen Doppelklick dann mal direkt drauf. Hier direkt nehmen wir auch dann auf. Genau. Und da ist dieses Geschenk, was du einsammeln kannst. Ja, bei mir, keine Ahnung, bei mir ist ein C-3. Da kann ja, die 0 ist nicht richtig angezeigt. Ja, ich immer noch 0. Yeah.
Ja, jetzt hat er es irgendwie aktualisiert. Jetzt habe ich 2 von 3. Sehr gut. Yay, 3 von 3. Na, also kannst du jetzt abgeben. Beim Doktor, ne? Genau. Ja, komplett. Yay, geschafft. Jetzt müsste so ein Ausrufezeichen jedes Mal auftauchen. Ja. Und dann immer unten rechts dann draufklicken. Hab neben der XP-Karte und dann die ganzen Quests alle mit annehmen. Schon gemacht. Oh. Perfekt. Und ihr seht, Leute, der Anfang geht noch echt schnell. Also mein Digimon ist jetzt sogar schon Level 6. Meine braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Accept. Ah, ich bin... Oh, jetzt auch Level 6 überall. Jo. Na gut. Dann geht's einfach weiter. Warte mal, das ist ja noch immer mit einem Fragezeichen. Ach, die Mama von Markus wieder. So muss es laufen, so sieht es aus, so ist es klasse. Ich hab irgendein Achievement bekommen. Ey, der hat ein Aufrufezeichen jetzt auf dem Kopf. Was? Bei mir hast du ein lila Ausrufezeichen auf dem Kopf gehabt. Nee, hab ich auch gleich angenommen und alles. So. Dann erstmal weiter. Auf jeden Fall, also nicht wundern, wir sind Chris, also unser Heiji, der zockt ja schon eine ganze Weile und ja, ich hab mehr weniger davon Ahnung. Naja, was heißt die ganze Weile? Ich hatte leider damals meine Daten verloren und konnte dadurch lange nicht mehr spielen. Aber es hat mir einfach so, es war einfach so fetzig, so geil. Dass ich mir dachte, Mensch, das spielst du doch einfach nochmal mit Fausti, der hat ja auch drauf alles. So, jetzt müssen wir nämlich diese Dream Mogemon hier killen. Am besten immer diese Lieder aussuchen, weil das sind die, die mehr Durchhaltekraft haben. Boah, ich sehe so viel hier. Wie gesagt, ich muss immer mit der Kameraeinstellung klarkommen. Ja, unsere Aufgabe ist es ja, 3 Dremogemon und einen Lieder platt zu machen. Ach, oh, mein Inventar ist voll, jo. Das ist leider eines der Probleme, die hier wirklich sehr schnell gehen. Das Inventar. Ja. So, habe ich denn jetzt alle? Ne, ich muss einen Trigemon töten. Kill mal das da. So, dann habe ich ja hier, sehe ich gerade F1 und F2. Mal probieren, was passiert. F2. Ah, die Special Effects. F2. Ah, jetzt. Die dann kaputt ist, Alter. So, jetzt habe ich schon mal die 3. Da muss ich jetzt ein Dremon Leader. Genau, der müsste hier hinten, der ist hier hinten bei mir. An den einen Bus. Ah, der da. Oh, was ist meiner nicht bald stirbt, sehe ich gerade. Inventory. Heilung oder sowas. Wow, meiner gerade noch überlebt sich gerade. Ja, knappe Geschichte. Aber super gemacht. Sammel deine Sachen ein. Das war godlike. Ah ne, doch nicht. Voll. Gut. So, und jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir Darts-Bats oder sowas sammeln. Ah, warte mal, da hinten ist noch was zum Abgeben wieder. Irgendwann hat mich da gerade... warum hast du den wieder nochmal angegriffen? Fand ich gerade scheiße. Was mit der Lieder einfach nochmal an?
Ja, keine Ahnung, warum man das gemacht hat, aber gut. Wieder mehr Erfahrungspunkte dazu. So, jetzt gehen wir doch einmal hier auf den Schulhof. Sekunde, ich muss einmal gucken, ob ich irgendwas benutzen kann oder so. Eine Banane. Ah, eine Banane heilt mich heute trotzdem nicht voll. Kannst du zufällig noch oder irgendwie was? Mal gucken. Habe ich noch irgendwas? Ich sehe doch lieber. So, wo geht's hin? Da ist AG. Bin da so, neben dir. Was wolltest du jetzt von mir? Ja, wegen dem Eier, weil das habe ich jetzt zum Glück aufnehmen können. Achso, okay. So, der mal hier auf dem Schulhof. Ja, auf dem Schulhof, ne? Und sieht überhaupt nicht riesen Viecher hier, die alle killen wieder. Was? Ah, da. Hey, die Lütte? Genau, der Kleine. Der Kleine. Ey, Bubi, bleib. Ich sprich dich an. Axel. Bling, 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 bling. Komm, Piep. Ey, noch ein graues Fragezeichen im Kopf. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum wir so viele rumtanzen. Ganz einfach, hier sind wieder so eine Quest, die man erledigen muss, nämlich diese Kuhnummerns platt machen. Ebenso diese Flymon. Irgendwie, ich glaube, da machen sie Absicht, um Leute zu ärgern. Ja, ich glaube das auch ein bisschen. Boah, was wollen die mit einem Megavieh, wenn die das... Oh, noch ein Ei. Ich kann bald keine Eier mehr aufnehmen, ich habe schon genügend. Na, ich sagte, viele von denen wollen wahrscheinlich einfach nur, dass sie diese Eier droppen, damit sie sich selber so diese Digimon herstellen können und die an die Jüngeren, also neue Ankömmlinge, verkaufen können. Ah. Ist natürlich eine kleine Geldquelle, ne? Ja, klar. Aber auch nichts, was ich rausnehmen kann. Oh, da haben wir meinen Flymon erwischt. Mega, das war mein Flymon. Das tut mir auch sehr leid für dich. So, was brauche ich? Ich brauche noch einen von diesen Kuckuficks. Kuhnemons. Inventory ist voll, na super. Ja, ging mir auch gerade so. So, hier ist mein... Ach, da. Oh Mann. Flymon! Kill es! Killen, killen, killen! So, damit ihr eine bessere Sicht habt, bisschen so 3D-mäßiger. Looky, looky, wat? Oh, Fug! Da waren zu viele, da haben wir mich gekillt. Ach! Jo. Okay, wo bin ich? Bankroboter, okay. Komplett. Toll, jetzt muss ich ja. Ja, das ist natürlich die Frage, wo sie sich hin. Ach, da bist du ja, hallo. Lol. Oh, nee, des Schulhofs. Na gut. Na denn. Dann bist du ja Gott sei Dank nicht ganz so weit gelandet. Ja. Du musst aber unbedingt immer auf dein Leben achten, dafür ist dieses Brot und dieses Vitamin A. Ja, wusste ich ja jetzt nicht. Digisoul sind halt deine Magiepunkte, die du brauchst, und das andere ist halt für Lebenspunkte, ne? Okay. Ich muss immer noch so einen scheiß Flymon killen, wenn mal eins rankommen würde. Ja, du musst es halt nur zuerst berühren, ne? Achte einfach auf größere Kreise, die sich öffnen. Bei großen Kreisen, da kommt ein Flymon. Hier zum Beispiel, recht gleich neben mir, genau. Jetzt müsstest du es auch haben, oder? Jo, ich müsste glaube ich noch irgendein
Dads in Stuckstingsbumsterbams? Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich bin direkt neben dir. Gar nicht wahr. Ich war neben dir, jetzt bist du gerade weggelaufen. Da bist du, jo. Also ein DRTS, ja? 5. Du musst ja auch offiziell Dads Agent. Dads Badge. Genau, davon habe ich jetzt insgesamt 2 DRTS-Emblemen. Ich 0. Wahrscheinlich auch, weil mein Inventar voll ist. Wo war nochmal die Eier-Tussi? Die Eier-Tussi? Ja, vorhin konnte ich bei dieser einen Mädel da schon ein Ei aktivieren. Nun meinst du die hier hinten? Weiß ich nicht, wenn die Eier-Tussi hier ist. Ja, die kommt mir bekannt vor. Wenn ich mal angeklickt bekomme. Ja, das ist die Eier-Tussi. Gut, das ist die Eier-Tussi. Was denn? Sie hat Eier. Hat sie? Wie sie aussieht? Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Eier-Tussi. Scan Digi Egg. Ja, toll, ja. Inventory ist voll. Ratzeputze voll, warte mal. Sie hat aber noch irgendwas anderes, ein Fragezeichen sehe ich gerade. Und jetzt ein neues Ausrufezeichen. Ja, Completo. Accept. Aber trotzdem muss ich auch mal irgendwas loswerden hier. Ja, Platz. Jo, mein Handy vibriert. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Wie bitte? Nichts. So, dann will ich mal die Eier da reinpacken. Meine Inventory ist voll. Glaubt das nicht. Die ganzen Inventories sind voll hier. Wird ja auch nichts los. Kann ich nicht. Also ich habe jetzt 2 von 5 Badges. Ich hab 1 von 5. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich hier Platz schaffen kann. Ach ja, übrigens diese Tanimon, die hier sind, ne, diese kleinen Viecher. Ja. Das sind Shops. Das heißt, sie sind Spieler, unter die sie was verkaufen wollen. Ah. Cool. In den meisten Fällen sind es dann zum Beispiel Eier von Biomon oder Gilmon. Elegmon. Impmon. Auf einmal so ruhig hier, was ist denn jetzt los? Gute Frage. Es sind alle weg. Lol. So, scan Eggman, jetzt scan doch mal die Eier. Das Spiel ist versaut. Weil sie deine Eier scannt. Was denkst du denn? Ja, ich scanne ja schon Eier. Bleib mal ruhig. Alter Mann, ist kein D-Zug. So, hier noch mehr Eier, ja. Ich habe sogar noch 2 Eier. Interessant. Ja. Über den Typen, sein Kopf wackelt ständig Eier. So. Darts Emblem. Warum leuchtet ihr Kopf? Hä? Okay, hab schon wieder irgendwas bekommen. Bin ich was fertig machen kann, ich weiß zwar nicht was, aber okay. Accept. Weiß ja nicht wieso, aber ich beende und fange jedes Mal bei ihr eine neue. Finde ich gut. So, auf jeden Fall jetzt wieder Platz im Inventory erstmal. Ich habe 1 von 5 Darts Adventure. DRTS. Ja. So. Gut, dann lass uns immer weitermachen. Hast du auch schon sämtliche Quests und sowas von dir angenommen? Ich hab die welche, was, wie, wo. Von ihr? Ja. Habe ich alle schon beendet. Alles schon beendet. Auch den Jungen schon da hinten? Da will ich gerade rum.
Der hat ein Ausrufezeichen auf dem Kopf. Ich meine auf der Schule, den Typen. Wo wir erst waren. Wollt jetzt. Hä? Wir waren erst auf dem Schulhof, der hatte uns die eine Quest gegeben. Hast du ihm auch schon abgegeben? Mal gucken. Nö. Dann erledige das doch bitte. Weil ich dir erstmal Eier ab... Naja, scannen lassen musste. Ja, ich weiß, du hast es sehr eilig ab mit deinen Eiern. Ja, wenn die voll sind. Die müssen auch irgendwann entleert werden. Also die Tasche und so, ne? Natürlich. Ja, klar. So. Nie und nimmer meinte er was anderes. Nein. So, und jetzt? Jetzt kommst du hierher und wir machen die ganze Elegmont fertig. Okay. Es sei denn, dass da jemand mit einem Ausrufezeichen oder sowas. Nö, ich sehe keinen mehr. Grüß, warst du schon? Hallo? Ich hab wieder noch. Pip. Hopp. Ja Leute, ihr seht, hier sind schon einige Quests und wirklich eine Menge Digimon vertreten. Das auf jeden Fall, vor allem gleich am Anfang, also so viele verschiedene Sorten. Und so wie du vorhin mir ja gesagt hast, vor dem Spiel, man kann sie ja noch eigene aussuchen. Richtig. Fand ich sehr geil. Achso, ich hab's natürlich eine gekillt. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, weil man halt die ganzen Eier erst ausbrüten muss, diese natürlich wieder trainieren muss und alles. Aber im Großen und Ganzen, es ist völlig normal. Man darf nicht erwarten, dass alles eingeschenkt wird. Richtig. So, ich habe meine zwei Elegmons. So, jetzt muss ich Garurumon. Ach, ist ja herrlich. Garurum. Hey. Achso, du kämpfst gerade gegen Leader, der greift die an. Was? Ja, die sind leider irgendwie aggro und ich bin gleich tot. Bananas. Heilung. Ich bin hinüber. Ich habe dich auch gepasst. Guck grad, Vitamin A sagtest du, ne? HP Disk A. Davon habe ich nichts gesagt. Ich habe gesagt, diese Dosen hier, die aussehen wie. Small Hochsaft. Vitamin A. Genau. Oh. Ach, er geht schon direkt auf Garurumon los. Ist ja der Knaller. Ja, schon den zweiten, den ich gerade angreife. Ja, davon brauche ich auch meine zwei. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin etwas enttäuscht von den lieben Garurumon. Auf jeden Fall, also. Hätte ein bisschen stärker sein können. Ja, ich hätte auch mehr erwartet. Ja toll, ich heile mich, aber nicht mein Pokémon damit. Dein Pokémon sowieso nicht. Stickbread muss ihn heilen. Ja, Digimon, sorry. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade auf den so raufkam, so. Die Säfte sind nur für seinen Digi-Soul. Also für die blaue Leiste und für die rote Leiste, da brauchst du diese Brote. Lol, ich wurde gerade in eine Party eingeladen, halt gleich erstmal nö. Apropos, so. Die müssten wir eigentlich auch noch machen, ne? Wegen die Party und so. Das würde dann wahrscheinlich auch alles etwas leichter machen, oder? Ja, wenn du weißt wie. Ach verdammt, jetzt bin ich mir die falsche eine. Und wieder raus. Ah, da. Now, dieser Domino, oder wie der sich nennt. Ja, genau, Doma. So, jetzt geht es auch um einiges leichter, denke ich mal. Ja. So, und jetzt müssen wir noch, muss ich noch ein paar Pagumons. Ne, Upamons muss ich fertig malen. Upamons? Genau, für die... Elegmon Leader muss ich noch killen. Okay, den hatte ich schon. Ja, ungewollt war es. Wo ist der Leader? Ja. Oh, der wird gerade gekillt, Mann. Oh. Egal.
Aber Leute, ihr seht wirklich, es macht einen riesen Spaß, dieses Spiel einfach. Das auf jeden Fall so. Habe ich meine Aufgaben jetzt? Leader, zwei Leader killen. Hast du zwei gekillt? Ja. Ach so, na denn. Gut, mein Vieh ist auch gleich tot. Also der Gegner so gesagt, hopp. Perfekt. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss noch die Dads, dann muss ich noch ein Data Animal Type. Genau, diese Data Animal Type, komm mal mit. Da haust du jetzt entweder Zunemon oder Upamon auf die Nase. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Hast du? Nö. Dann hau mal Upamon. Jo. Alles klar. So, Inventory mal kurz. Mal wieder ein Brot schnabulieren. So. Ach übrigens, unten links über den Digimon, also über den D, ne, ist doch so ein Schatten in so einem kleinen Fenster, ne? Moment. Wo meintest du jetzt nochmal? Kurz. Über den D. Ja. Da steht doch jetzt bei mir zum Beispiel Georemon. Gaogamon. Genau, Gaogamon. Und dann steht da Open Level. Champion. Nein, da steht Open Level. Champion. Bei mir steht da weiter unter. Open Level 11, ja. Genau, also das heißt, sobald wir Level 11 haben, dürfen wir auch unsere erste Champion-Digitation sehen. Also ein Level noch. Richtig. Lol. So, was brauche ich denn? Ich brauche noch die Dads, also jetzt 3 von 5. Und die Kunemon Mercenary Digi Egg. Kunemon. Demi Miramon muss ich jetzt. Ach ja, Kunemon, da unten, stimmt. So, nächstes Ding erledigt. Alter, der Professor hat noch eine Aufgabe für mich. Accept. So, gut. Wo sind die Kunemons? Die Kunemons waren noch hier mit drauf, diese kleinen gelben Insekten. Ich brauche ein Kunemon-Ei. Kunemon. Jo, verdeck mich mal. Oh, jetzt killt der Typ alle Kunemons jetzt auf einmal. Ja, aber wir lassen uns sowas gar nicht stören. Wir sind ja was Besseres und lassen uns gar nicht nerven. Ich rasche! Was? Okay, Kunemon-Ei bekommen. Na super. Wo muss ich mit dem Ei hin? Ah, hier, Nachricht. Mercy, ah, complete. Digitation! Oh, super! Ja. Yeah. Nächster Play. Er hat schon sein Gaugamon, das ist eine Frechheit. Ja. Gefällt mir. Das war mir klar. Kann ich auf den reiten? Erste Frage, kann ich auf den reiten? Sowas kann man später sogar wirklich machen. Es gibt den Digimon, auf den du sogar reiten kannst. Ich sehe das ja gerade. Der Typ auch reitet ja auf seinem Vieh da. Ah, und dann kann ich mich, wenn ich will, ihn nochmal zurückentwickeln lassen. Ja. Und wenn ich will, ihn wieder hochentwickeln lassen mit Thema DS 54. Wo sehe ich das? Wie viel, wo ich die DS habe?
Warte. Wie viel DS du hast? Jo. Oben. Das ist die blaue Linie. Ah, okay, dann brauche ich noch ein paar DS, damit ich ihn wieder hoch und wickeln kann. Und trinken Saft. Wie bitte? Achso, ja, dafür gibt's denn diese Thema Dinger da extra noch. DS Emblem. Achso, ja, brauche ich. Gut, ich hab mein Ei. Gut. Ah, ein Saft reicht, gut. Interessant. Ach, hallo Geogremon. Bist du... Ah, er hat ihn bekommen, yay. Das sieht doch mal geil aus, Leute. Oh, das auf jeden Fall. Da haben gleich wir auf jeden Fall ordentlich Folge Power. Und Gleichentwicklung, also was wollt ihr mehr? Und gerade weil wir ja nicht noch mehr wollen, sage ich auch jetzt Schluss mit der heutigen Folge, oder was sagst du? Auf jeden Fall, wie gesagt, mehr können wir erstmal in der ersten Folge nicht reichen. Gleich in der Entwicklung, also besser geht's doch nicht. Genau, unsere erste Digitation, besser gesagt. Wir sind immer noch ein bisschen in Pokémon verändert. Ja, leider. Und der ist sowieso gerade am Essen, also sag ich bis zum nächsten Mal und winke. Ciao, see you later, Alligator!